Hallo zusammen, willkommen zu der Loxon Neuheitenvorstellung. Und zwar ist ja von Loxon gestern das neue Produkt vorgestellt worden. Und zwar, wie ihr hier seht, Tree-to-Air Bridge. Gucken wir uns das gleich im Detail an. Ein kleines Bauteil, so klein wie den Baustein ergibt mit den digitalen Eingängen. Und zwar ist eigentlich ein sehr geiles Produkt, weil man kann jetzt einfach das zum Beispiel hinter den Schalter legen oder sowas. Man schließt den Tribus an, die 24 Volt an und hat quasi eine Mini-Airbase, die am Tribus hängt. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal im Detail an, wie das aussieht. So sieht das aus. Ich schließe ganz normal hier mein 24 Volt an, plus minus, und hier grün und weiß vom Tribus. Und hier oben drin ist die kleine LED, die blinkt. Die kennt ihr ja von den anderen Tri-Geräten. Es ist quasi wie eine Brücke von Tri to Air. Das heißt, ich schließe meinen Tribus an und kann darüber dann Air-Geräte einlernen. Was man natürlich dazu sagen muss, wenn ich das jetzt hier an den Tribus hänge, ist das ja ein Gerät. Und jedes weitere Air-Gerät, was man einlernt, ist quasi wie ein Tri-Gerät. Das heißt, ich kann an den Bus, wenn ich das Gerät hier dranhänge, 50 Geräte habe ich ja pro Bus, das heißt, das hier, heißt, ich könnte noch 49 Air-Geräte damit einlernen. Das ist aber wirklich eine feine Sache. Vor allem kann man damit die Air-Reichweite im Haus drastisch erhöhen, wenn man ja meistens viele Sachen nur auf Tri gebaut hat. Und möchte jetzt oft das Problem ja, im Keller irgendwo sitzt die Airbase oder sowas und man hat oben Probleme dann mit Rauchmeldern, mit Empfang, muss dann oft noch Smart Sockets einstecken oder sowas. Jetzt durch dieses kleine Bauteil ist das mit der Reichweite endlich gelöst. Wirklich eine feine Sache. Das Produkt ist ab jetzt sofort im Shop bei uns verfügbar. Wir haben auch schon Schwung auf Lager liegen, heißt, wir können direkt ausliefern. Ist alles heute Morgen eingetroffen. So, und dann hatten wir ja am Montag, hatten wir ja in den News das Gewinnspiel angekündigt. Das heißt, wer gewinnt, kriegt diese Tree-to-Air Bridge für 50% vom Preis. So, dann habe ich natürlich gedacht, okay, wir machen das Gewinnspiel, lassen wir bis Mittwochmorgen laufen, bis Loxon das ausrollt. Jetzt hat Loxon am Dienstag im Laufe des Vormittags und dann nachmittags ausgerollt an die Partner. Und das heißt, dann kämen natürlich nur richtige Ergebnisse dann. Und deshalb habe ich das Gewinnspiel am Dienstag im Laufe des Vormittags irgendwann abgebrochen und habe dann eingestellt, dass man für die zweite Woche raten muss. Und das heißt, wenn ihr jetzt auf die Seite wieder drauf geht, könnt ihr für die nächste Woche raten, was kommt. Und dann haben wir das dann wieder mit den 50%. So, jetzt haben wir dann alle E-Mails, die gekommen sind. Das Programm spuckt dann so E-Mails aus. Alle hier sind hier munter hier drin. Alle richtigen Ergebnisse. Victor hat alle Mails durchgeguckt. Alle Ergebnisse, die richtig sind, sind jetzt hier drin. Und jetzt losen wir das mal durch und gucken mal, wer von euch hier was gewonnen hat. So, das mischen wir mal schön durch, dass hier nichts irgendwo, das heißt, wir hätten hier jemand bevorzugt oder sowas. Sondern wir mischen jetzt hier munter mal durch. So, und jetzt ziehen wir mal einen hier raus. Zack. So. Und zwar hat gewonnen der Frank Müller. Antwort: Trito Airbridge. Name: Frank Müller. Die Adresse darf ich jetzt nicht vorlesen, das wäre gegen Datenschutz. Der Frank Müller soll auf jeden Fall sich bei uns melden. An kontakt@allroundbastler.de und dann werden wir ihm den Gutschein zur Verfügung stellen, wo er das dann bei uns im Shop für 50% Rabatt kaufen kann. So, das heißt, hier, die hören wir jetzt hier durch, weil ich muss ja, was ist der richtige Zettel, den ich hier hatte? Ja. So, und das tun wir jetzt mal hier, ich schläge es mal hier oben drauf, dass auf jeden Fall mir das eintragen ins System, wer den Gutschein bekommt. Beziehungsweise, man kann mal anders machen. Muss ich gar nicht bei uns melden, weil wir haben die E-Mail-Adresse haben wir ja hier drin stehen. Das heißt, er bekommt den Rabattgutschein von uns per E-Mail zugeschickt, werde ich dann nachher bearbeiten. Wenn das Video natürlich in der Zeit, wo es online ist. Das heißt, ihr könnt auf der Homepage jetzt wieder drauf gehen. Da kann man jetzt für die nächste Woche raten. Das Gewinnspiel geht natürlich dann bis Montagabend. Danach schalten wir jetzt dann wieder um auf die Woche danach, weil danach irgendwann die Partner ja benachrichtigt werden und Partner verraten ganz gerne schon mal anscheinend was. Ne? In irgendwelchen Foren oder sowas. Deshalb
könnt ihr dann raten, welches Produkt kommt nächste Woche Mittwoch. Wir haben am Dienstag wieder die Partner ausgerollt und am Mittwoch dann für alle. Aber erstmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich auch schon drauf, das Ding einbauen zu dürfen auf der Baustelle, dass es in Einsatz kommt und das wird gewiss eine richtig coole Nummer. Und jedenfalls ein wirklich gutes Produkt, was wir auf jeden Fall stark brauchen werden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's schwer gut, ne? Ciao.